Hallo, ich habe in der letzten Woche etwas getan, was ich selten tue. Ich habe ein paar Aktien verkauft. Darum soll es in diesem Video gehen und im Anschluss möchte ich auch noch ein bisschen was zu Pepsi Cola, Tomra Systems und Gold sagen. Das waren Fragen, die in den letzten Tagen sehr oft gestellt worden sind. Aber zunächst einmal, ich habe meinen zweiten Teil von Novo Nordisk verkauft, vom Pharmaunternehmen aus Dänemark. Novo Nordisk ist meiner Meinung nach eine extrem gut aufgestellte Firma, die man in einem Langfristdepot auch nicht verkaufen müsste. Allerdings sehe ich bei Novo Nordisk momentan etwas zu viel Fantasie. Ich habe also meine Position bei Novo Nordisk, so wie ich aus dem Kanal öfter drüber rede, in kleinen Häppchen aufgebaut zwischen 2017 und 2021. Und im Sommer stand die Aktie dann bei 300% plus und 300% plus ist dann so eine Marke, wo ich das Ganze mal in Frage stelle, ob die momentanen Kurse nicht eventuell zu viel Fantasie inkludieren. Es gibt auch andere Unternehmen, wie zum Beispiel den österreichischen Stromhersteller Verbund, der ähnlich stark im Plus ist, wo ich aber sage, das kann ich aus fundamentalen Daten ableiten, diese Verbesserung. Bei Novo Nordisk schauen die fundamentalen Daten in den letzten 4, 5 Jahren auch wirklich gut aus, ja, aber nicht so gut, dass das Unternehmen heute viermal so viel teuer wäre, wie damals, als ich eingestiegen bin. Ja. Ich mache das dann auch ganz gern, habe also vor 5, 6 Wochen, ihr findet das alte Video sicher auf dem Kanal, mal die Hälfte meiner Novo Nordisk Position abverkauft und habe jetzt eben nochmal mit ein bisschen Abstand über meine Thesen nachgedacht, die ich gleich formulieren werde. Und es erschien mir nach wie vor eine gute Idee, hier jetzt Kasse zu machen, weil ich woanders momentan einfach deutlich mehr Chancen sehe. Und so habe ich die zweite Hälfte von Novo Nordisk in der letzten Woche verkauft. Also Aktien, die einen Einstandskurs in Summe von 3.000 Euro hatten. Also das ist die zweite Hälfte gewesen, der Kurs, zu dem ich damals gekauft habe. Und von denen ich mich jetzt bei 12.000 Euro getrennt habe. Das ist also schon ein sehr schöner und auch für mich eher ein großer Gewinn, der einen natürlich einmal freut. Warum glaube ich, dass bei Novo Nordisk momentan etwas zu viel Fantasie drin ist? Das Ganze ist auch eins zu eins anzuwenden auf Eli Lilly. Also die beiden Konzerne haben gerade eine neue Generation an Abnehmprodukte auf den Markt gebracht, ja, die momentan sensationell laufen, was die Verkaufsergebnisse belangt. Ja. Das sind also Produkte, die man einnimmt oder sich spritzt, ja, die pro Person und über die gesamte Anwendung pro Monat dann irgendwo zwischen 600 und 1000 US-Dollar pro Monat kosten und wo jetzt also einige Prominente angeben, dass sie damit sehr viel Gewicht losgeworden sind. Es ist also auch so ein, ich habe den Namen gehört, Lifestyle-Produkt, ja, wobei das für mich natürlich schon ein Medizinprodukt ist, ja, etwas, was eine deutliche Wirkung auf den Körper hat, hat auch immer mögliche Nebenwirkungen. Ich bin also da nicht so sicher, ob man in der High Society, wo das Produkt gerade gehypt wird, das in einem Jahr auch noch so kritiklos wie heute sieht. Ja. Und das ist quasi auch das, wo ich glaube, dass da etwas zu viel Kursfantasie drin ist. Es geht also nicht um sehr stark übergewichtige Personen, die im Rahmen einer medizinischen Behandlung dann zum Beispiel bei einer Kur oder bei einer Reha-Maßnahme dieses Medikament zusätzlich bekommen, dort unter ärztlicher Betreuung stehen und denen dann geholfen wird, ihre Ernährungsgewohnheiten auch grundlegend umzustellen. Ja. Ich möchte also nichts gegen die Abnehmprodukte an sich sagen. Ja. Ich glaube, dass das schon neue Medikamente sind, die einen Zweck erfüllen und die für bestimmte Leute sehr sinnvoll und sehr gut, vor allem für Diabetiker, wo das die Produkte eigentlich herkommen, sind. Ja. Aber die Frage, die ich mir hier stelle, ist bei den Kosten, die das Ganze verursacht, die das Ganze einfach kostet. Ja. Also wenn ich jetzt von einer Behandlung von rund Behandlungskosten rein für die Medikamente von rund 10.000 US-Dollar pro Jahr ausgehe, dann gibt es einmal die Schicht der Leute, die über 200.000 Dollar an Jahreseinkommen haben, die können sich das als Lifestyle-Produkte ohne große medizinische Behandlung, um ein paar Kilo loszuwerden, hoffentlich zumindest leisten. Ja. Das ist aber nicht die Gruppe, die die Milliardenumsätze, die meiner Meinung nach im momentanen Kurs
von Novo Nordisk bereits erwartet werden, erfüllen, weil das einfach eine Schicht ist, Personen, die über 200.000 US-Dollar an Jahreseinkommen haben, die relativ klein ist. Ja. Auf der anderen Seite gibt es jetzt einige Studien, die eben auch zeigen, dass diese Medikamente auch gegen Herzinfarkte und andere Sachen, die meiner Meinung nach halt einfach aufs Übergewicht zurückzuführen sind, also keine medizinische Beratung hier, aber meiner Meinung nach ist es evident, dass jemand, der starkes Übergewicht hat, auch eine höhere Wahrscheinlichkeit für Herzinfarkte und andere Krankheiten hatte. Und jetzt sagt man also sozusagen, diese Sachen müssen auf Krankenkassenkosten gehen, ja, weil sie ja die Gefahren senken. Ja. Und hier, wenn ich mir das jetzt durchdenke, dann sehe ich einfach, dass das Kassensystem oder auch das Privatversicherungssystem in den USA zum Beispiel, ja, oder in Japan, wo private Versicherungen auch vorherrschend sind, nicht hergeben. Ja. Auf der einen Seite das allgemeine Gesundheitssystem. Ich glaube, in Europa braucht man nicht viel dazu sagen. Es gibt aktuell immer wieder Meldungen, dass die staatlichen Zuschüsse immer mehr werden, dass man nach den Corona-Maßnahmen es kaum schafft, die Leistung von davor aufrechtzuerhalten. In Österreich sind gerade lange Wartezeiten im staatlichen Kassensystem Diskussionsgegenstand. Ja. Also man schwimmt hier nicht gerade im Geld. Wenn man jetzt davon ausgeht, nur ganz Pi mal Daumen, dass 40% der Bevölkerung übergewichtig sind und somit Zielgruppe sind und dann nehmen 25% diese Produkte oder wollen sie verschrieben haben, dann sind das 10% der Bevölkerung. Das würde dann auch zu den Milliardeneinnahmen führen, die meiner Meinung nach im Kurs von Novo Nordisk als positive Aussicht jetzt schon drin sind. Das gibt aber einfach das Kassensystem, denke ich, nicht her. Ja? Also für jeden Zehnten zusätzlich 10.000 US-Dollar pro Jahr zu zahlen, würde also bedeuten, dass pro Person im Durchschnitt die Kosten um 1000 Euro ansteigen. Ja. Und ich bin auch persönlich nicht der Meinung und sehe mich da in guter Gesellschaft mit vielen anderen Menschen. Für uns ist also, glaube ich, klar, sozusagen klar mehrheitsfähig, wird nicht jeder so denken, aber die ganz klar mehrheitsfähige Position der Bevölkerung ist, dass jemand, der einen Verkehrsunfall hat, geholfen werden muss, unabhängig davon, was der verdient. Ja. Ob jetzt aber aus dem Kassensystem, wo eh kein Geld mehr da ist und wo also klar gesagt werden muss, wenn ich das finanzieren würde für die breite Masse, dann müsste ich woanders einsparen oder die Beiträge groß erhöhen. Das geht für mich irgendwo nicht zusammen. Also hier ist auch die Frage, ob ein sehr teures Produkt gegen Übergewicht Teil des staatlichen Gesundheitssystems sein soll. Ebenfalls, wenn ich mir das auf zum Beispiel die USA durchdenke, wo also private Gesundheitsversicherungen vorherrschend sind, die dann immer einen Leistungskatalog erstellen. Also Versicherung erstellt ein Produkt, zum Beispiel die Krankenversicherung A. Dort zahlt man jene Prämie individualisiert aufs Alter und mit Vorerkrankungen und so weiter, aber und hat den Leistungskatalog A. Und dann gibt es vielleicht den Leistungskatalog B, wo noch einiges inkludiert ist, zum Beispiel Zahnbehandlungen, und das ist dann auch eine höhere Prämie. Auch hier, wenn ich mal das durchdenke, dann würden diese Abnehmprodukte, wenn sie eben auch wieder hier 10% der Bevölkerung adressieren können, derartige Kosten verursachen, dass es also Versicherungen geben würde, die würden das zum Beispiel inkludieren und andere, die würden es nicht inkludieren. Und das würde dazu führen, weil ich ja weiß, ob ich gewichtig bin und Gewichtsprobleme habe. Es würde also dazu führen, dass Leute, die das potenziell haben wollen, sich für die Versicherung mitentscheiden. Andere, die ihr Leben lang schlank waren und die davon keinen Vorteil haben, würden sich für das andere Versicherungsprodukt entscheiden. Und somit hätte ich quasi eine Versicherung, wo das dann sehr, sehr viele Leute noch mehr als in der Durchschnittsbevölkerung nehmen würden. Und die müsste dann von den Prämien genau wieder das Ganze einspielen, weil die Versicherung insgesamt ja kein karitatives Unternehmen ist, sondern die Leistungen über die Beiträge einnehmen will. Und da habe ich meine Bedenken, meine Vorstellungen. Ja. Ich glaube also, dass das gute Produkte sind von Eli Lilly und von Novo Nordisk, die da jetzt auf den Markt kommen, die eben genau bei stark übergewichtigen Personen im Rahmen einer begleitenden medizinischen Behandlung Sinn machen, die auf jeden Fall bei Diabetikern Sinn machen. Ob das aber jetzt so quasi das Volksmedikament wird, wo es
Hunderttausende Menschen oder viele, viele Millionen Menschen gibt, die das dann über eine lange Zeit hinweg einnehmen und dafür 600 bis 1000 oder 1200 US-Dollar im Monat zahlen, da stelle ich mir die Frage der Finanzierung, ob das so wirklich hinhaut, beziehungsweise wenn die Produkte diesen durchschlagenden Erfolg haben, ich bin da auch noch etwas skeptisch, ja, ob man Sachen, die ich primär doch mit dem Lebenswandel und mit schlechten Gewohnheiten assoziiere, wirklich jetzt durch eine Pille ersetzen kann. Aber sollte es gelingen und die Erfolge, für die es jetzt einige Indikatoren geben, erhärten sich und das, die Sachen sind sensationell, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass diese Sache so wichtig ist, weil sie eben auch staatliche Kassensysteme an die Finanzierungsgrenze bringen, dass hier ein politischer Druck ausgeübt wird, ja, weil die hohen Preise haben diese Medikamente ja aufgrund des Patentschutzes. Ja, man könnte das Ganze sicher auch sehr viel günstiger herstellen und dann günstiger abgeben. Und dann geht aber auch wieder die Milliardenrechnung für Novo Nordisk nicht aus. Also was ich hier sagen mag, warum ich verkauft habe, ich glaube, dass Novo Nordisk in 3 Jahren einen höheren Umsatz machen wird als heute, einen höheren Gewinn machen wird als heute. Dementsprechend auch, wenn jemand Novo Nordisk als eine von vielen Positionen in einem Langfristdepot hat, dann kann man die sicher drin lassen. Es ist eine Firma, die eine gute Zukunft vor sich hat. Ich glaube, dass hier mittlerweile so viel Positives eingepreist ist, dass vor allem der Kurs, also in dem Fall 300% plus gegenüber meinem Einstandskurs, und der liegt eben nicht im Jahresschnee, sondern resultiert aus Käufen von 2017 bis 2021. So lange ist das also noch nicht her, dass da eine Übertreibung stattfindet. Das ist meine These, muss man eben nicht teilen, ist auch keine konkrete Empfehlung oder Beratung, sondern nur meine Gedanken. Aber deswegen habe ich jetzt nochmal den zweiten Teil auch meiner Novo Nordisk Aktien aus diesem Grund verkauft. Ist aber durchaus eine Firma, wenn sich hier vielleicht einige der Super-Szenarien als in der Praxis nicht gangbar erweisen und die Erwartungen gehen wieder runter, dann kann also bei dem Kurs die Aktie von Novo Nordisk auch einmal um 30-40% wieder fallen. Dann wäre das durchaus auch wieder ein Unternehmen, wo ich mir vorstellen kann, als Langfristanleger zum späteren Zeitpunkt mal wieder einzusteigen. Ich wollte also hier herausarbeiten, dass es schon einen großen Unterschied macht. Ist die Firma gut? Ja, das ist sie. Novo Nordisk ist ein super Unternehmen, wirklich gut aufgestellt. Und ist sie dem Preis wert, den die Aktie momentan hat? Und da habe ich meine Zweifel, beziehungsweise glaube, dass ich diese gut 10.000 Euro, die da jetzt frei geworden sind, in den nächsten Wochen woanders mit mehr Potenzial einsetzen kann. Und da habe ich auch schon Sachen im Auge. Etwas, was ich nämlich auch glaube, dass bei diesen Abnehmprodukten übertrieben ist. Es gab vor kurzer Zeit ein Interview mit dem Walmart-Chef, glaube ich, oder mit einem Vorstandsmitglied von Walmart. Walmart ist also eine riesige amerikanische Supermarktkette und die haben in ihren Supermärkten auch Apotheken drin. Und über diverse Kundenkarten, wie es das wahrscheinlich bei uns auch gibt, werden die Verkäufe an einen Großteil der Kunden getrackt. Und der Vorstand hat jetzt eben die Verbindung hergestellt, dass er sehen kann, dass Kunden, die diese Abnehmprodukte in der Apotheke kaufen, auch weniger Geld für Softdrinks, für Chips und all die Sachen, die man für gewöhnlich durchaus mit Recht mit Übergewicht assoziiert, ausgeben. Und daraufhin sind, zumindest liest man das aktuell in der Finanzpresse, die Aktien von Coca-Cola, Pepsi-Cola oder auch Mondelez, das ist zum Beispiel der Erzeuger von Schokoladen, Markennamen wie Toblerone oder Milka-Schokolade. Die Firma Mondelez selber, glaube ich, kennt man weniger, ist aber ein sehr breiter Hersteller eben von vor allem Süßwaren. Pepsi-Cola erstellt auch nicht nur das Pepsi-Cola, das man kennt, sondern sehr, sehr viel Chips und diese Sachen. Und diese Aktien sind aufgrund dieser Aussagen unter Druck gekommen. Ich habe da den Eindruck, dass das eher ein Verdacht der Finanzpresse ist, der vielleicht gar nicht so richtig stimmt. Ich glaube, dass vor allem diese großen Nahrungsmittelhersteller
Konsumgüterhersteller momentan gerade unter Druck kommt, da würde ich den Druck eher herkommen sehen, weil Staatsanleihen zum Beispiel der USA wieder 5% Zinsen bringen. Und Coca-Cola ist so eine Aktie, die durchaus konkurriert mit einer US-Staatsanleihe, also sehr langfristig Papiere, die man langfristig hält, um Zinsen oder eben Dividenden zu kriegen. Also ich sehe das Fallen von Coca-Cola zum Beispiel, die aber schon seit Beginn des Sommers, glaube ich, um knapp 20% verloren haben. Also schon für so einen Koloss ordentlich. Ich sehe den Druck eher aus der Richtung kommen, aber egal wo er jetzt herkommt. Ich glaube, dass diese Konsumgüterhersteller, die momentan keine Schnäppchen sind, aber die im Verhältnis zu vielen Jahren jetzt doch wieder etwas günstiger bewertet sind. Also bei vielen dieser großen, wirklich guten Firmen, die meiner Meinung nach geeignet sind, um auch über Krisen an der Börse gut durchzukommen, gut drüber zu kommen, habe ich jetzt Kurs-Gewinn-Verhältnisse von knapp über 20 und diese Firmen hatten auch schon mal Kurs-Gewinn-Verhältnisse von knapp 30. Ja. Also man kauft hier keine Schnäppchen, aber ich glaube, dass ich die frei werdenden Mittel von Novo Nordisk eher in dem Bereich einsetze. Ja. Ich glaube also, dass die Übertreibung hier zwei Seiten hat. Auf der einen Seite habe ich eben Kasse gemacht und auf der anderen Seite werde ich in den nächsten Wochen bei Firmen wie Coca-Cola, Pepsi-Cola oder Mondelez mal zuschlagen. Bei Coca-Cola habe ich vor 2 Wochen ein paar Aktien gekauft und Anfang des Sommers auch schon mal, also eine erste Position aufgebaut. Da möchte ich auf ein paar Zuschauerfragen eingehen, die fragen, ob nicht Pepsi-Cola quasi wegen der viel breiteren Aufstellung der bessere Konzern ist. Ja, das kann man durchaus so sehen. Bei mir im Depot sind beide Firmen vorhanden und ich sehe das so, wie einige Kommentatoren das geschrieben haben. Also Pepsi-Cola hat 100 verschiedene Marken, die im Bereich 100 Millionen plus Umsatz pro Jahr erwirtschaften, während Coca-Cola wirklich viel mehr, nicht nur, aber viel mehr auf das bekannte Brausewasser, was auch immer man sagt, fokussiert ist. Ja. Bei mir ist im Depot Pepsi-Cola auch höher gewichtet als Coca-Cola, aber ich sehe das eben nicht als Entweder-oder-Sache. Wenn das Depot groß genug ist, dann haben beide Aktien Platz. Ich sehe das aber durchaus so, wie eben die Fragen in die Richtung, die es gingen. Hätte ich jetzt ein Depot von 5.000 Euro Größe und es ging sich also bei der Depotgröße nur ein amerikanischer Softdrinkhersteller aus, dann würde meine Wahl wahrscheinlich auch wegen der breiteren Aufstellung eher auf Pepsi-Cola fallen. Ich möchte noch was zu Tomra Systems sagen. Also die Aktie, die ich letzte Woche oder jetzt das Wochenende, also schon vor 1,5 Wochen gekauft habe, die dann gleich einmal deutlich gesunken ist. Also mir war klar bei Tomra Systems, also Tomra Systems ist der Produzent und die Firma, die die Wartungsarbeiten übernimmt für die Getränke. Automaten, die Pfandautomaten, wo man Pfandflaschen zurückgibt. Es gibt ein längeres Video darüber, ich werde jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Ich habe aber bei Tomra auch deswegen zugegriffen, weil die Firma auch im Recycling in vielen anderen Bereichen tätig ist. Also dort, wo Müll getrennt wird und ich glaube, das Recycling von Rohstoffen wird ein immer größeres Thema. Ich sehe Tomra als Maschinenbauer hier extrem gut aufgestellt. Die Aktie war zu dem Zeitpunkt vor 15 Tagen, vor 10 Tagen, wo ich gekauft habe, nicht günstig bewertet, das habe ich auch dazu gesagt, aber günstiger als die Jahre davor. Jetzt kamen schlechte Quartalszahlen und es gibt auch noch die Kombination, obwohl das meiner Meinung nach eigentlich schon klar war, aber vielleicht hat es manche Leute bei den Quartalszahlen trotzdem nochmal überrascht. Im Sommer gab es eine Cyberattacke bei Tomra, die das Unternehmen vor Probleme gestellt haben, wo aber Tomra selber die Kosten insgesamt bei ungefähr 10 Millionen Euro oder 11 Millionen Euro angibt. Ja, also das ist schon was, was wehtut, ist keine Auszeichnung für die IT des Unternehmens, aber ist etwas, was insgesamt überschaubar ist und das hat jetzt auch nochmal dazu geführt, dass die Quartalszahlen deutlich schlechter ausgefallen sind als die der vergangenen Quartale. Mich hat es also weniger überrascht, ja. Aber vielleicht hat es da doch einige Leute gegeben, die erst nach den Quartalszahlen gemerkt haben, Achtung, da ist irgendwas im Busch und die Aktie hat also dann noch einmal deutlich verloren. Wie gesagt, ich sehe solche Sachen als Langfristinvestment. Wenn ich in eine Aktie investiere, wie bei Tomra, wo ich das auch dazu gesagt habe,
wo ich jetzt deswegen investiere, weil sie gegenüber den Höchstständen schon um 30, 40% verloren hat, ja, oder sogar ein Eck mehr, und ich die Langfristaussichten aber gut einschätze, dann ist mir immer klar, dass die Aktie einmal, wenn ich kaufe, noch weiter fallen wird. Das habe ich also in meinem Leben sicher schon an die 100 Mal gemacht und in der Regel ist es ganz gut aufgegangen, natürlich nicht immer. Ja. Einige Firmen sind dann bis hin zu Konkurs gegangen, wo man dann also, wo ich dann meistens noch verkauft habe, war öfter mit Verlusten von 50%. Das kann an der Börse immer passieren, aber wenn ich eine Aktie kaufe, die gerade längerfristig am Fallen ist, Coca-Cola da jetzt reingeben, nachdem sie schon seit 3, 4 Monaten jetzt fallen, ja, dann ist klar, wenn man sich so einen Aktienchart anschaut, dann hat man so oft eine lange Phase nach runter und irgendwann gibt es den Punkt, wo das Ganze dreht und dann geht es wieder rauf. Ja. Auf das Szenario setze ich auch bei Tomra. Es wird einem kaum gelingen, wirklich genau diesen Tiefpunkt zu erwischen. Das heißt, wenn ich in Aktien antizyklisch investiere, was ich sehr oft mache, nicht immer, aber sehr oft, ja, und das sind Aktien, die gerade aus meiner Sicht günstiger bewertet sind als vor 3 Monaten, was bei Tomra der Fall ist. Die Geschäftsaussichten haben sich nicht so weit verschlechtert für Tomra, wie das der Kurs widerspiegeln würde. Ja. Daher war das für mich ein ganz guter Einstiegszeitpunkt. Aber es überrascht mich dann eben nicht, wenn ich kaufe und die Aktie geht noch einmal runter, ja. Auch wenn der Sturz nach den Quartalszahlen dann vielleicht heftiger war, als ich das erwartet hätte. Aber das ist mir also klar, ja. Wenn ich in eine Aktie investiere, die schon 30% gefallen ist, dann wird aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn ich die Aktie kaufe, die Aktie noch etwas weiter fallen, weil es mir nicht gelungen genau diesen Tiefpunkt zu erwischen. Aber ich glaube eben durchaus bei Tomra, deswegen ist es auch eine Aktie, die im Depot bleibt, dass die Aktie in 3 Jahren einfach deutlich mehr wert sein wird, als sie es jetzt wert ist. Wie weit es davor nochmal runtergeht, kann ich nicht sagen und dementsprechend ist das jetzt auch kein Schock, gell, wenn die Aktie mal verliert. Ich bin dann noch gefragt worden, ob das jetzt nicht eine gute Möglichkeit wäre, gleich nachzukaufen. Werde ich nicht tun. Ich gehe also sehr strategisch bei meinen Aktienkäufen vor. Und wenn ich also dann in einen Bereich investiere, der gerade auch in dem Fall eine Nische ist, ja, also Recycling ist, was die Gesamtgesellschaft anbelangt, eine Nische. Wenn ich dort investiere, dann weiß ich, dass ich die nächsten 5, 6 Wochen woanders investiere. Und dann, wenn es mir nach 2 Monaten als gute Idee erschien, so wie bei Novo Nordisk, nach 6, 7 Wochen noch einmal drüber nachdenken, ich verkaufe die zweite Hälfte der Aktien auch. So kann ich mir durchaus vorstellen und die Möglichkeit lasse ich mir natürlich auch offen, ob ich in 6 Wochen oder auch in 3 Monaten bei Tomra, wenn ich die Situation als gut erachte, nicht noch einmal nachkaufe. Aber man sollte sich meiner Meinung nach durch kurzfristige Ereignisse nicht unter Druck setzen lassen. Ja. Es gibt kaum jemand, der sagt, ich habe jetzt hier ein ganz kurzes Zeitfenster, ich muss unbedingt heute investieren oder nächste Woche, ja, weil dann ist die Chance vorbei. Das ist eher das, wo Fehler entstehen. Meiner Meinung nach hat man fast immer länger Zeit, wenn bei Tomra also jetzt wirklich der absolute Tiefpunkt erreicht sein sollte. Ja. Glaube ich nicht, eben einfach statistisch wahrscheinlichkeitsmäßig. Ja. Aber wenn das jetzt so wäre und die Aktie zieht in 2 Wochen wieder an, naja gut, dann ist der Kursverlust, den ich jetzt erlitten habe, sehr temporär und ich bin sehr bald wieder auf dem Kaufkurs. Ja? Also alles gut. Ja? Und wenn der Kurs aber noch einige Zeit runtergeht, was auch möglich wäre, oder unten nochmal verharrt und jetzt eine Seitwärtsbewegung macht, dann habe ich keinen Druck, ja? Und dann kann ich eben in 5, 6 Wochen mit einem gewissen Abstand mal anschauen, vielleicht mein eigenes Video anschauen, was habe ich bei Tomra gut gefunden, ist die Geschichte intakt. Ja? Stimmt das Ganze mit den Fundamentaldaten noch überein? Gibt es vielleicht neue Meldungen über die Firma? Und dann kann ich in aller Ruhe noch einmal überlegen, nachzukaufen. Also ich glaube, irgendwo einmal mit einer kleinen Position einzusteigen, um dann eben noch genug Munition zu haben, wenn die Aktie deutlich fällt, ja, dass man nochmal günstiger nachkauft, ist eine sehr gute Idee. Also eine Position, also Tomra könnte bei mir im Depot von der Ausrichtung her durchaus bis zu 1% ausmachen. Jetzt macht es halt einmal 0,2% aus. Ja. Also hier nochmal nachzukaufen und die Möglichkeit sich zu lassen, ist eine sehr gute Idee. Also nicht gleich mit Maximum reinzugehen. Aber man sollte sich, glaube ich, durch kurzfristige Ereignisse auch nicht unter Druck setzen lassen. So macht man dann Fehler und sagen, das muss jetzt unbedingt jetzt stattfinden.
sondern jetzt habe ich mal in diesen Bereich investiert, die nächsten 5, 6 Wochen investiere ich sicher in andere Bereiche, aber dann könnte es bei Tomra durchaus nochmal sinnvoll sein, nachzukaufen, also dementsprechend auch die Fragen. Das sind sowieso keine konkreten Empfehlungen, es ist jeder für das, was er macht, selber verantwortlich und muss sich das überlegen. Aber wenn jemand bei Tomra noch nicht eingestiegen ist und vor 2 Wochen überlegt hat, wie ich das Video gemacht habe, dann wäre jetzt wahrscheinlich schon ein ganz guter Zeitpunkt, um sich zu überlegen, ob ich da nicht mit einer ersten kleinen Position reingeht. Wenn aber jemand, also ganz konkret ich, ja, vor 2 Wochen Aktien gekauft hat und dann sind sie einmal doch deutlich gefallen, dann ist das nicht unbedingt zwingend, meiner Meinung nach, hier sofort nachzukaufen, sondern ich sollte eher auch langfristig schauen eben hier nicht impulsiv agieren. Ja. Und als allerletzten Punkt, der jetzt häufiger kommt, weil der Kurs natürlich auch Bewegungen macht, Frage Gold. Ja. Also ich bin eben gerade überlegen, jetzt für die nächsten Wochen durch den Verkauf von Novo Nordisk sind auf der anderen Seite meine Käufe jetzt auch einmal bis Jahresende in etwa durchfinanziert. Aber dann bin ich schon am Überlegen, wo ich das nächste Geld hernehmen, um die Käufe im nächsten Jahr fortzusetzen. Ich habe also vor, solange sich an den Börsen nicht immens viel tut, Woche für Woche einen kleinen strategischen Zukauf zu machen. Und bei Gold ist jetzt mal langsam die Frage meiner Meinung nach, ob ich hier nicht ein bisschen was verkaufe. Ich habe also wie viele Zuschauer, das merke ich aus den Fragen auch, Gold als Sicherheit, als Cash-Ersatz, der aber etwas inflationsgeschützt ist, angelegt, um durch turbulente Zeiten an der Börse gut durchzukommen, um in turbulenten Zeiten dann die Möglichkeit zu haben, Gold zu verkaufen und in Aktien umzuschichten. Mir persönlich gibt das nichts, wenn ich Gold halte. Das ist ein reiner Zweck, um günstiger zum günstigeren Zeitpunkt bei Aktien einzusteigen. Und ich bin da ganz konkret am Überlegen, ob jetzt nicht langsam dieser Zeitpunkt gekommen ist. Ja. Es gibt also immer wieder einzelne Kommentare, ja. Gold ist eine gute Idee, aber ich sitze jetzt seit 2008 auf Goldpositionen. Das ist meiner Meinung nach nicht der Sinn von Gold. Also wenn jemand 5% Goldquote oder 10% Goldquote über eine lange Zeit hält, dann mag das strategisch bei der Geldanlage durchaus sinnvoll sein. Wenn aber jemand größere Positionen hält, und das tue ich, ja, um eben sich auf einen holprigen Herbst, den ich im Sommer mehrmals angekündigt habe in Videos, ja, vor allem in Richtung Schulden und so weiter, da kommt, glaube ich, noch einiges, ja. Dann darf man auch nicht den Fehler machen, quasi zu lange auf der Position zu sitzen. Ich werde auch noch hier so agieren, dass ich nicht mein Gold verkaufe oder behalte, sondern wenn ich den Zeitpunkt für richtig erachte, jedes Monat ein kleines bisschen was verkauf, um eben Cash für Aktienkäufe zu haben. Aber da bin ich, also man darf auch nicht den Fehler machen, zu warten, bis alle Zeitungen voll mit den Meldungen sind, Gold ist die beste Anlageentscheidung, die Menschen jemals hatten oder so, ja. Also so eine richtige Euphorie zu haben. Da könnte man nämlich auch eventuell zu lange warten, weil dieser Zeitpunkt vielleicht gar nicht kommt. Ja. Und wenn man sich die Goldpreise jetzt auch so in einem Langfristchart, das ist das, was ich meistens mache, also seit ich gekauft habe, 2015, 2016, ansieht und gleichzeitig jetzt die Aktienkurse, die jetzt seit Juli doch substanziell verloren hat, dann ist meiner Meinung nach langsam durchaus der richtige Zeitpunkt gekommen, um hier auch zwischen den Asset-Klassen beginnen umzuschichten. Ich weiß nicht, wie viele Videos es nächste Woche auf dem Kanal geben wird. Am Donnerstag ist der Staatsfeiertag in Österreich, den ich nutze, um 4 Tage einen Kurzurlaub in Ungarn zu machen. Das ist aber für mich immer so ein guter Zeitpunkt, irgendwo mit einem Ortswechsel auch dann auch mal größer nachzudenken über diese Goldaktien-Themen. Da wird es also danach dem Urlaub sicher was drüber geben. Eben wie gesagt, diese Woche habe ich nur einen Tag, glaube ich, wo ich am Nachmittag eventuell 2 Videos machen werde. Oder es wird stressiger und es kommen auch in der nächsten Woche gar keine. Das wird man sehen. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant und wünsche euch noch einen schönen Tag. Grüß euch.